Hallo Traders, Alexandros hier. Im heutigen Video möchte ich darüber sprechen, was eine sehr gute Option sein könnte für jemanden, der jetzt mit den Traden starten will und nicht großzügig kapitalisiert ist. Ich will einmal auch im Vorhinein ansprechen, dass ich in diesem Video von CFD-Fans oder auch von CFD-Broker einen Daumen nach unten bekommen werde. Aber ich will hier sein, um eine ehrliche Meinung zu geben und zu sagen, was nach meiner Erfahrung das Beste für einen Trader sein könnte. Also, wir wollen hier um die Micro und Mini Index Futures reden. Die Micro und Mini Index Futures sind die kleineren Versionen der E-Mini Index Futures. Die E-Mini Index Futures selber, die wurden Ende der 90er erschaffen, weil die Werte der Index Futures zu groß geworden sind für den durchschnittlichen Trader. Heute aber ist es so, dass wir in Europa und in den UK immer Zugang zu kleinen Produkten hatten, durch wie zum Beispiel Spreadbets oder CFDs, die wir traden wollten. Diese sind synthetische Märkte, aber die folgen in etwa die richtigen Märkte. Es ist aber so, dass in den Vereinigten Staaten oder auch in anderen Ländern der Zugang zu diesen kleinen Produkten, wie ich erwähnt habe, wie CFDs oder Spreadbets, nicht existiert hat. Oder viele wollen das richtige Produkt kleiner handeln. Deswegen hat die CME Group am 9. Mai 2019 die Micro- und Mini-Kontrakte gestartet. Diese haben ein Zehntel den Wert von den E-Mini-Kontrakten und doch eine sehr geringere Margin-Anforderung im Verhältnis zu den E-Minis. Dies ist jetzt direkte Konkurrenz für die CFDs, da diese eine bessere Skalierung haben als die E-Mini-Futures. Daher nehmen sie die Position der CFDs ein. Wieso sage ich das? Also, es gibt wesentliche Unterschiede von CFDs und Futures, wie ich auch im letzten Video erwähnt habe. Ich liste aber mal drei wesentliche Punkte auf, die erwähnenswert sind. 1. Micro-Futures werden direkt an einer Börse gehandelt, CFDs nicht. 2. Die Preise von Micro-Futures sind transparent und unterliegen keiner Preismanipulation durch den Anbieter. 3. Micro-Futures sind stark regulierte Instrumente. Daher, wenn die Kapitalisierung zu gering ist, die E-Mini-Futures zu traden, kann man doch die Micro-Futures traden. Also eine bessere Alternative zu den CFDs. Und nicht nur wegen der Kapitalisierung, sondern auch wegen der Skalierung. Ich meine nicht nur die Skalierung nach unten, sondern auch die Skalierung nach oben. Wieso? Da, wenn wir eine Strategie für CFDs entwickeln, ist diese auf CFDs tradebar, aber nicht übertragbar auf andere. Ich meine damit, eine Strategie, die auf Micro- und Mini-Futures funktioniert, würde auch auf E-Mini-Futures funktionieren. Bei CFDs können wir nicht so gut nach oben skalieren und wenn wir einfach mehr Volumen traden, sind die Kosten viel mehr als die Kosten auf Futures, wo wir eher sehen, dass die Kosten, wenn wir nach oben skalieren, weniger werden von Micro-E-Mini-Futures zu E-Mini-Futures. Ein anderer Unterschied sind die Kosten für Swing-Traders. Bei Futures sind unsere Kosten der Entry und der Exit. Da haben wir Kommissionen und Slippage. Daher fallen keine zusätzlichen Kosten bei, wenn ich eine Position 2 Tage oder 2 Wochen halte. Abgesehen von Rollovers, was ganz anderes ist. Ich muss nur die Margin-Anforderungen decken können. Bei den CFDs ist es aber anders, genau wie bei Forex. Es fallen Swaps an als Kosten dazu, wenn wir eine Position overnight halten. Wenn wir jetzt Swing Trader sind und die Position länger halten, können diese Kosten ziemlich groß werden, so dass die Strategie eventuell keinen Sinn macht auf CFDs. Auf Futures umgehen wir das Problem. Daher sind wir hier flexibler in der Entwicklung. Also, wenn wir jetzt eine Strategie entwickeln für ein Swing Trading. Jetzt aber zu einem kleinen Nachteil von Micro- und Mini-Futures. Da wir als Referenz die E-Mini-Futures nehmen, sehen wir, dass die Kosten der Kommissionen größer sind von E-Mini zu Micro-E-Mini. Also der Cost-to-Trade-Ratio.
Daher, wenn wir eine Strategie von E-Minis-Futures nehmen und einfach dann auf den Micro-E-Mini umsetzen, sollen wir darauf achten, dass die Kosten der Trades gut abgedeckt werden. Wenn wir das schaffen und die Strategie gut funktioniert, dann heißt das, dass wir auch mehr haben werden, falls wir später auf E-Mini-Futures wechseln. Immer wenn wir Futures traden, wollen wir darauf achten, dass die Futures genug Volumen haben. Eine gute Richtlinie, um Intraday und Overnight zu traden, ist ein Volumen von 20.000 in etwa. Somit schaffen wir es, gute Einstiege zu haben und gute Ausstiege. Wenn das Volumen kleiner ist als das, kann es sein, dass der Slippage-Faktor zu groß wird. In unserem Fall, wenn wir über Micro im Mini S&P zum Beispiel sprechen, sind wir weit über 20.000 Volumen. Daher sollten wir kein Problem mit das haben. Daher finde ich, dass es empfehlenswert sein kann, direkt auf diese Micro-Futures zu traden. Auch wenn wir Kapital aufbauen, müssen wir nicht Strategien von Anfang an entwickeln, nur weil wir größere Märkte traden wollen. Also, das würde der Fall sein, wenn wir von CFDs zu Futures wechseln. Ich musste das machen. Es ist witzig, da ich auf Gold-CFD eine Overnight-Strategie entwickelt habe. Diese hat gute Gewinne erzielt, aber sie hatte auch hohe Kosten, weil sie immer Overnight länger im Markt gewesen ist. Daher habe ich diese verändert auf einfach eine Intraday- und Nicht-Overnight-Strategie, um die Kosten der Swap zu umgehen. Wie ich mehr Kapital hatte und dann auf Futures gewechselt habe, habe ich nochmal neu entwickeln können. Das heißt, ich habe dreimal etwas entwickelt, was ich direkt auf Futures entwickeln könnte. Und im Endeffekt auch nicht verändern müsste, wenn es funktioniert. Deswegen habe ich direkt begonnen, auf Micro E-Mini S&P 500 zu entwickeln und dort umzusetzen. Um das Ganze zu umgehen und einfach bei dem Markt was zu entwickeln, wo ich sowieso bleiben will. Da ich jetzt Gold erwähnt habe, will ich auch andere Märkte erwähnen, die uns erlauben, nach unten zu skalieren. Die relativ neuen Micro E-Mini Index Futures sind nicht die einzigen Instrumente, die uns erlauben, nach unten zu skalieren. Es gibt auch andere, die eventuell nicht so klein sind wie die neuen Micros, aber die sind auch erwähnenswert. Wie zum Beispiel der Mini-DAX, der Mini-Nikkei 225, Mini-Hang Seng, die E-Micro-Währungen, die E-Mini-Energien, Metalle oder anderen Sektoren. Wir müssen halt nur aufpassen, nur wenn ein Instrument uns erlaubt, es in einer kleinen Form zu traden, durch die Minis oder Micros, sollen wir nicht blind das auch machen. Wir brauchen Richtlinien. Wie vorhin erwähnt, wir müssen achten, dass wir genug Volumen haben. Aber es sind auch mehr Punkte, auf die wir achten müssen. Dies könnte aber ein alleinstehendes Video sein an sich, was ich eventuell, wenn du Interesse hast, sowas zu sehen, dann könnte ich es eigentlich drehen. Wenn du mehr darüber erfahren willst, abonniere doch einfach den Kanal und drück das Glöckchen, damit du es nicht verpasst. Jetzt kommt noch die Frage, ob wir die Micro Mini Futures mit sagen wir 2.500 Euro traden können. Es ist wirklich schwer, eine pauschale Antwort zu geben. Ich würde tendieren auf ein Nein, da generell das Risiko sehr hoch sein würde und die Drawdowns zu groß für die meisten. Man müsste eine Monte-Carlo-Analyse machen mit einem verschiedenen Risiko und Kapital, was die Strategie zugeordnet bekommt. Und da jede Strategie andere Eigenschaften zeigt, könnte man erst danach eine gute Aussage treffen. Sagen wir, du hast eine sehr gute Strategie, die sogar mit dem Kapital, also 2.500 Euro tradebar ist. Ich finde es aber nicht dann motivierend, wenn mein Gewinn jetzt 100 oder 200 Euro ist von einem Trade, da es viele Verluste auch gibt, wirkt alles sehr langsam und für mich frustrierend. Ich würde es bevorzugen, mindestens 5.000 in eine Strategie zu investieren, damit die Zahlen auch relevanter sind, die die Strategie zeigt.
Ich will, dass das Trading für mich auch finanziell in einem Jahr einen Unterschied machen würde, wenn ich, sagen wir, 30 oder 50% Retouren generiere. Mit 2.500 Euro ist es leider nicht der Fall. Wenn ich aber 5.000 habe, kann das ein Gehalt sein oder zwei Gehälter. Da ist man viel motivierter, um auch mehr zu entwickeln und mehr Arbeit reinzustecken, die sich, wie ich sehe, im Laufe der Zeit für mich auszahlt. Wenn dir das Video also gefallen hat und was hinzufügen möchtest, würde ich mich auf einen Kommentar und einen Daumen hoch freuen. Vielen Dank für das Zusehen und gutes Trading. Ciao.